Morgen, ihr Süßen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute ist Freitag bei mir, bei euch nicht. und ich habe die Frieda diesmal schon weggebracht. Und ich habe mir gerade meinen Kaffee gemacht und starte ganz genüsslich in den Tag. Ich werde heute Vormittag wieder mich an den Schnitt setzen. Bei Daily Vlogs schneiden die Videos sich ja nicht von alleine. Und da werde ich euch heute nicht mitnehmen. Wir werden heute eher so ein bisschen nachmittags nachher was machen. Und ich habe übrigens Milch. Ich will einkaufen. Läuft. Also das habt ihr gestern gesehen. Sorry. Genau, deswegen, übrigens habe ich nasse Haare immer noch vom Duschen. Aber irgendwie finde ich so strubbelig gar nicht so schlecht, ne? Oder? Was sagt ihr? Ich stelle mal ganz kurz hier hin. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals bei euch thematisiert habe, aber Frieda schläft ja immer noch bei uns im Bett. Und irgendwie, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn der Markus nicht da ist. Also nicht, dass ich dann mit Markus keine Ahnung was machen will, sondern einfach, es ist dann halt zu eng, wenn halt drei Leute in einem Bett schlafen. Deswegen könnt ihr mir ja mal vielleicht sagen, wie ihr das gehandhabt habt. Gehandhabt habt. Gott. Dass eure Kinder nicht mehr bei euch im Bett schlafen. Ich weiß zum Beispiel bei einer von Instagram, liebe Edwin-Mami, ich grüße dich an dieser Stelle. Die haben der Kleine jetzt ein neues Bett gekauft. Aber ich finde zum Beispiel, dass Frieda ja ein echt tolles Bett hat eigentlich. Also ich finde, jeder, der hier zu Gast ist, jedes Kind sagt, oh, ich will auch so ein Bett haben. Und Frieda will da drin einfach nicht schlafen. Naja. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Übrigens, ich mache hier gerade Flavor Drops Mocha Flavor rein. Ist nicht so kalorienbelastet wie Zucker. So, nachdem ich tatsächlich fast den ganzen Tag irgendwie am Laptop gesessen habe und geschnitten habe und Kommentare beantwortet habe und, es ist jetzt schon gleich wieder so weit, dass ich die Frieda abholen muss. Ich habe noch nichts gegessen. Ich habe nur eine Club Mate heute getrunken und irgendwie muss ich mal gucken, dass ich den Vlog jetzt auch irgendwie interessant gestalte für euch. Ich weiß gar nicht, was ich heute noch mit Frieda mache, weil es ist jetzt auch nicht so super cooles Wetter draußen. Also es regnet nicht, aber es ist auch schon ziemlich kalt. Deswegen, ich habe jetzt ein paar Kommentare von euch durchgelesen, da sind ein paar Fragen drin und dann werde ich mich gleich den Fragen widmen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt es jetzt unten in die Kommentare, dann werde ich die dann im nächsten Video beantworten. Dann seid ihr quasi mit in meinem Video drin. Es ist jetzt schon ein bisschen später, die Frieda beschäftigt sich gerade ein bisschen selber und ich werde mir jetzt hier so ein Beamer aufmachen. Ich gucke jetzt mal unter einem anderen Vlog, der jetzt quasi schon online ist und schau mal, ob da irgendwelche Fragen aufkommen und die beantworte ich jetzt mal. Um diesem Video wenigstens etwas Inhalt zu geben. Also ein ganz krasses Thema war unter dem ersten Vlog mit Jessie diese Kita-Betreuung. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass also wir mussten, bis Frieda, glaube ich, jetzt 3 geworden ist, mussten wir im Monat einen gewissen Beitrag bezahlen und das wurde anhand unserer Einkünfte berechnet. Beispielsweise, wenn man Student ist, dann kriegt man so einen also Kita-Gutschein heißt es und dann kriegt man quasi, muss man das Mindeste bezahlen, das sind glaube ich so 25 Euro und dann richtet sich da halt alles nach dem Einkommen und ich glaube im August oder kurz bevor Frieda 3 geworden ist, ist quasi ein neues Gesetz bei uns in Berlin in Kraft getreten, wo es dann heißt, dass Kita Kinder mit dem Geburtsjahr 2013 oder August 2013, ich habe keine Ahnung, nur noch die Essenskosten zahlen müssen. Sprich, wir bezahlen jetzt Frühstück, also bei uns in der Kita gibt es halt alles immer Frühstück, Vesper und Mittag. Und also Frühstück, Mittag und Vesper. Und Vesper ist halt so diese Nachmittagssnack, also Obst oder Kekse oder so, was man halt irgendwie nachmittags isst. Manche essen noch Kuchen vielleicht, keine Ahnung. Genau, das bezahlen wir jetzt seit kurzem. Ich weiß aber, das ist voll krass eigentlich, dass es in anderen Bundesländern extrem teuer ist, Kinder in den Kindergarten zu schicken. Deswegen verstehe ich nicht so richtig, wie da die Regelung ist, dass es in manchen Bundesländern so ist und in manchen so. Also ich bin natürlich glücklich, dass es jetzt umsonst ist. Aber es gibt natürlich auch, also alle sagen, oh krass. Aber ich habe zum Beispiel in den ersten 2 Jahren, wo Frieda jetzt in die Kita gegangen ist, auch viel, viel mehr bezahlt als andere zum Beispiel, die, zum Beispiel in manchen Bundesländern ist es ja so, dass die einfach einen Festbetrag haben. Es ist egal, was man verdient, dann kostet halt der Kita-Platz 300 Euro für halbtags, also keine Ahnung. Dann ist es ja irgendwie für alle gleich, also der Beitrag. Und bei uns ist es halt so,
Jemand, der, sage ich jetzt mal, Hartz IV bekommen hat, hat die gleiche Stundenanzahl bekommen, wie jetzt zum Beispiel mein Kind. Da bezahlt aber der Staat quasi das Geld für die Kita. Und wir, die quasi den gleichen Kita-Platz in Anspruch nehmen, wir beide sind aber selbstständig, verdienen Geld damit. Die müssen dann aber deutlich mehr bezahlen, also deutlich, deutlich mehr, als jetzt zum Beispiel jemand, der noch zu Hause lebt und vom Staat finanziert wird, was grundsätzlich nicht schlimm ist. Und ich verurteile auch keine Menschen. Jeder hat ja seinen Grund, warum er in der Situation ist. Aber ich finde es halt einfach nicht gerechtfertigt, dass jemand, der hart dafür arbeiten geht für sein Geld, automatisch halt mehr bezahlen muss. Klar, es ist, also ich bin froh, dass ich die Gesetze nicht machen muss, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Frieda versucht Englisch zu sprechen. Genau, ich gucke mal weiter, was noch so eine Frage von euch war. Also, ach so, was ich weiß, Führerschein ist immer so eine Frage von euch. Also, ich bin noch dabei, ja, um das mal jetzt so zu sagen. Natürlich habe ich schleifen lassen. Ich habe es nicht anders von mir selber erwartet. Ich bin mit der Theorie durch, ich bin mit der Praxis durch und ich muss in beiden Sachen eigentlich nur noch meine Prüfung machen. Das Problem ist tatsächlich, dass ich mir selber die Zeit nicht dafür nehmen kann, um beispielsweise für die theoretische Prüfung zu lernen. Und das nervt mich halt eigentlich selber. Das ist halt so. Weil irgendwie ist alles in meinen Augen immer wichtiger und deswegen kann ich mich irgendwie nicht so richtig hinsetzen für die Theorie lernen. Und jetzt sage ich jetzt mal, im Dezember ist jetzt wieder eine Ausrede, dann mache ich ja quasi die Daily Vlogs. Da komme ich halt auch nicht zum Lernen. Also, was soll ich denn dann vloggen, wenn ich lerne? Soll ich quasi nichts filmen, so? Kleinen Moment. Ganz oft wird zum Beispiel auch gefragt, wo ich meine Musik her habe oder was das für ein toller Song ist und so. Also ich freue mich natürlich total, wenn euch die Musik gefällt, die ich benutze. Aber ich kann euch sagen, das ist von Epidemic Sound. Also es gibt sowohl einen YouTube-Kanal als auch eine Website, wo man sich die Musik anhören kann und ich bezahle dafür. Deswegen bringt euch das eigentlich nicht, wenn ich sage, der Song heißt so und so. Und zweitens ist es für mich ein enormer Mehraufwand, jedem zu sagen oder beziehungsweise immer daran zu denken, dass ich die Titel halt in die Infobox schreibe. Schaut einfach bei Epidemic Sound, sucht euch einfach da ein bisschen durch. Ich meine, anders mache ich es auch nicht. Ich verbringe so viel Zeit auf Epidemic Sound und schaue mir, höre mir Lieder an, lade mir Lieder runter, probiere die zu verarbeiten und bla bla bla. Deswegen, wenn euch die Musik gefällt, schaut einfach dort mal vorbei, ob euch auch was gefällt. Ich weiß aber jedenfalls nicht, wie es dann mit den Rechten ist, ob ihr die überhaupt verwenden dürft, die Lieder und das ist halt wie immer eine immer gestellte Frage. Und was auch immer wieder gefragt wird, ob wir ein zweites Kind wollen. Ich sag mal so, meine Meinung hat sich auf jeden Fall schon geändert. Also es ist nicht mehr so, dass ich sage, ich möchte auf gar keinen Fall ein zweites Kind haben. Dem ist tatsächlich nicht mehr so. Aber wir sagen beide jetzt nicht. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wir genießen die Zeit gerade. Wir können uns vorstellen, mit der Kleinen mehr zu reisen. Wir können uns vorstellen, mehr mit ihr zu machen einfach. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wieder schwanger zu werden, es wäre einfach ein ungünstiger Zeitpunkt. Wenn ich schwanger werden sollte, warum auch immer, wie das gehen sollte, ja, würden wir es natürlich nicht abtreiben. Auf gar keinen Fall. Aber wir planen es jetzt auch nicht. Wenn es passiert, dann passiert es. Dann können wir es nicht mehr rückgängig machen. Dann ist das Kind auch herzlich willkommen. Aber wir legen es definitiv nicht drauf an. Ich sage, so für mich, es ist ja mittlerweile so, dass ich nicht mehr sage, auf gar keinen Fall. Aber wenn ich darüber nachdenke, ist es für mich immer noch nicht greifbar. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn die Frieda in die Schule geht, dass ich dann nochmal ein zweites Kind bekommen könnte, eventuell. Ich habe keine Ahnung. Genau. Also jetzt werden wahrscheinlich alle sagen, Melli, ich hab's gewusst, du willst immer noch ein zweites Kind. Es ist jetzt nicht so, dass ich es mir wünsche. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, komm Markus, wir müssen jetzt mal kurz reden. So nicht. Sondern der Gedanke wird immer realer, sage ich jetzt mal. Also nicht realer, dass ich es morgen gleich haben will, ne? Sondern ich kann mich halt immer mehr mit diesem Gedanken anfreunden. Und auch dieser Gedanke, nochmal schwanger zu sein. Also nicht allgemein, dass man sich ein Leben mit einem zweiten Kind nicht so richtig vorstellen kann, sondern ich kann es mir jetzt einfach noch nicht vorstellen, wieder ein Baby im Bauch zu haben. Aber der Gedanke ist da. Behaltet es für euch, okay?
Eine immer wieder gern gestellte Frage ist auch, wann wir endlich heiraten. Ich weiß es nicht. Also wir wollen schon heiraten, los nicht. Und wir finden es auch toll und ich habe auch lange auf diesen Antrag gewartet, ihr wisst es ja. Aber mich hetzt ja keiner oder uns hetzt ja keiner. Ich meine, so eine Hochzeit kostet A, wahnsinnig viel Geld, B, wahnsinnig viel Vorbereitungszeit, und C, fällt mir gerade nicht ein. Und im Moment ist es so, ihr seht ja, wie oft Markus nicht da ist und er ist jetzt auch seitdem ich vlogge nicht da. Ich habe halt irgendwie keine Lust, so die treibende Kraft zu sein. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht die Zeit dazu. Also ich wüsste wirklich nicht, wo ich diese Planung, genauso wie mit dem Lernen für die Theorie, ich wüsste nicht, wo ich sie noch in meinem Tag mit einplanen kann, sollte. Vormittags arbeite ich an meinen Videos, dann muss ich die drehen, schneiden, bearbeiten, dies, das, jenes, vielleicht auch E-Mail schreiben mit Kunden und mit Firmen, oder euch antworten, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt oder so, wenn ihr Fragen habt, Kommentare beantworten. Und aktuell weiß ich gar nicht, wo ich das noch so eine Hochzeit mit reinbringen sollte. Ich meine, ich will auch nicht, dass die irgendwie so nebenbei organisiert wird. Die wird sich auch nicht nebenbei organisieren, weil es wird schon sehr, sehr aufwendig werden. Und dann ist halt einfach der Punkt, dass wir noch selber noch nicht wissen, wie groß wollen wir jetzt feiern. Wollen wir mit 15 Leuten feiern oder wollen wir mit 50 Leuten feiern? Was natürlich auch wieder hier einen Unterschied macht, ne? Ich habe keine Ahnung. Wenn irgendjemand sagt, er bezahlt uns die Hochzeit und er organisiert mir die, dann sage ich, jo, mach mal. 2017 wird unser Jahr. Wo wir jetzt schon mal bei Fragen beantworten sind, dann beantwortet mir doch mal eine Frage. Und zwar interessiert mich das sehr, sehr doll, wie euch aktuell die Daily Vlogs gefallen. Ich finde, die unterscheiden sich ja schon ziemlich stark von meinen normalen Vlogs. Aber ich probiere wirklich so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Also, weil jeden Tag vloggen ist halt wirklich schwer. Vor allem auch jeden Tag irgendwas zu unternehmen. Ich meine, es ist doch nichts langweiliger, als mir jeden Tag beim Schneiden zuzuschauen, oder? Also, was anderes, was Langweiligeres kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Deswegen nutzt da mal bitte jetzt den Moment, macht kurz Pause und schreibt mir unten unter in die Kommentare, wie euch die Vlogs gefallen und was ihr euch wünscht für die Zukunft. Vielleicht, wir haben ja noch ein paar Tage vor uns, ne? Ja. Übrigens gehe ich morgen zur Glowcon. Wisst ihr das eigentlich? Ich hatte das bei Instagram gefragt, aber kein Mensch hat mir geantwortet, sehe ich gerade. Fällt mir gerade ein, meine ich. Ich hatte geschrieben, ob jemand da hingeht, aber es hat mir keiner geantwortet. So, also jetzt mal Pause machen. Ja, danke. Es ist einfach mal schon gleich 11:15 und heute habe ich extrem wenig gebloggt. Ich hoffe, das mit den Fragen hat euch jetzt gereicht. Ich mache jetzt ganz kurz noch mein Video zu Ende. Was war denn das eigentlich? Wie habe ich denn das genannt? Einkaufen. Also das kennt ihr dann wahrscheinlich schon. Das ist von gestern. Für mich geht es morgen auf die Glow. Ich habe jetzt schon mal rausgesucht, wie ich morgen fahren muss. Ich treffe mich mit der Silvi. Also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, wenn das Video hier online ist. Dann ich bin ein bisschen durcheinander gerade irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall könnt ihr euch freuen. Auf der GlowCon filme ich auf jeden Fall auch. Klar, ich vlogge ja da. Und die Frieda ist am Schlafen und die ist ein bisschen am unruhig schlafen. Deswegen, wir machen jetzt gleich nochmal zusammen ein bisschen Abendroutine quasi. Und dann, ich melde mich einfach gleich nochmal. Ich bin ein bisschen durcheinander. I'm so sorry. Ich bin jetzt im Wohnzimmer und werde hier so ein bisschen aufräumen noch schnell. Es ist jetzt gleich 12:00. Um 11. Und die Küche muss auch noch gemacht werden. Sieht alles ein bisschen chaotisch aus. Ich habe irgendwie den ganzen Tag heute geschnitten und habe irgendwie gar nichts geschafft. Ich stelle euch mal hier hin. I wanna give you a million things, cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I wanna figure out. So, ihr Süßen, eigentlich war geplant, dass ich jetzt noch ein bisschen mit euch quatsche und nebenbei die Wäsche abnehme. Aber die Friede war jetzt schon ein paar Mal wach, die schläft ziemlich unruhig heute. Deswegen werde ich mich jetzt einfach zu ihr legen und es ist jetzt auch schon ziemlich spät, ich bin auch ziemlich müde. Ich hoffe, dieser kurze Laber-Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns morgen wieder.
Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und lasst mir einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao.